Wir sind zurück in der Sacklounge mit Markus Neumeier und mit dem Max Frisch. Ich merke, den musst du jetzt erkennen, weil du hast ja einen Schweizer Pass, oder? Max Frisch ist einer unserer grössten Schriftsteller. Der hat das Buch geschrieben, Fragebogen, und darin hat es Fragen zu jeder Lebenslage. Nicht eigentlich auf Fußballer ausgerichtet, aber ich tue dir jetzt trotzdem drei Fragen aus dem Buch. Also los. Stellen. Was bezeichnen Sie als Heimat? Ein Dorf, eine Stadt, einen Sprachraum, einen Erdteil oder eine Wohnung? Ich würde sagen, ein Dorf. Ich bin auf dem Dorf groß geworden und deswegen ist es für mich das Dorf. Das ist immer noch deine Heimat? Hösbach? Ist das Hösbach? Ich glaube, da, wo man aufgewachsen ist, das ist immer so ein bisschen seine Heimat. Mittlerweile ist für mich die Schweiz meine Heimat, oder? Aber klar, ich glaube, da, wo man seine ersten Lebensjahre verbracht hat und seine ersten Erinnerungen hat, dann das ist das irgendwo auch, hat man dann ein heimisches Gefühl. Ich glaube, man kann mehrere heimische Gefühle irgendwo entwickeln. Ja, doch. Darum kann man auch Doppelbürger sein. Da, eben, ja, eben drum. Zweite Frage von Max Frisch. Auch wenn Sie den betreffenden Gegenstand, Kugelschreiber oder Schirben oder Ähnliches, ohne weiteres ersetzen können, empört Sie der Diebstahl als solcher? Nein, nicht unbedingt. Dann wissen unsere Gäste, dass sie sich nachher bei dir bedienen können, bei Sachen, die nicht so viel Wert haben. Machen es aber natürlich nicht. Wir haben nur nette Gäste. Letzte Frage. Was meinen Sie, nimmt man Ihnen übel? Ich glaube, meine Direktheit ist nicht immer für jeden einfach. Weil ich bin doch ein Mensch, der sehr authentisch ist oder versucht, authentisch zu sein. Und das, was er denkt, auch irgendwo zu sagen. Das heißt, nicht immer nur positiv, sondern vielleicht auch mal mit ein bisschen einem negativen Unterton. Und ich glaube, viele, gerade auch in der Schweiz, die diese Direktheit nicht unbedingt gewohnt sind, haben da ein Problem damit. Das ist mir schon öfters aufgefallen. Ja, für mich ist es jetzt kein Problem, aber für andere Menschen denke ich, dass es eins sein könnte. Ja. Wir hoffen, dass unsere beiden Nächsten gehen. The Soccer Lounge, presented by Raiffeisen, every Monday at 7 p.m. on SportleHD.com and We Love Football.